damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, dass ihr mich nochmal live seht hier, ne? Ja, es gibt wieder was Besonderes zu berichten und das wollen wir ganz schnell in ein Video einbauen, deswegen drehen wir das heute schon. Ihr werdet gleich einen Flyer sehen und da könnt ihr das auch nochmal entnehmen. Zottels Pub ist auf Wolfhager Viehmarkt das Jahr dabei. Den Bierstand, den ich eigentlich als Wirt, als Gastwirt, als Gastronom schon immer haben wollte, den kleinen schnuckeligen Bierstand neben der Raupenbahn und da, wo die Elefanten da als im Kreis laufen und die Kinder drauf tanzen. Elefanten? Ne, Pferde sind das, ne? Pferde und Ponys. Ja, ich habe gedacht, das sind Elefanten, aber nein. Da werdet ihr auf dem Viehmarkt das Jahr vom 13. bis 16. Juli Zottels Pub vertreten sehen. Wir werden ein bisschen Erlebnisgastronomie betreiben. Wir werden eine Cocktailbar haben. Wir werden eine Schnapsbar haben. Also ihr kriegt dann auch euer Schnäpse zu gewohnt Preisen, wie auch im Pub ihr bekommt. Und wir werden uns ein bisschen was einfallen lassen mit ein bisschen Show dabei. Und lasst euch einfach überraschen und erlebt die Kneipenszene vom Wolfhagen mal auf dem Wolfhager Viehmarkt. Ich würde mich freuen, wenn er mich besuchen kommt. Und das schon mal vorab, so als Vorabankündigung. Es ist ja noch brandneu, noch ganz heiß, diese Mitteilung, die ich bekommen habe. Ne? Und lasst euch einfach überraschen. Kommt dran vorbei. Ihr kommt alle, auf alle Fälle dran vorbei. Kehrt mal ein und lasst uns von unserem Team bedienen und lasst mich Gastgeber sein auf dem Wolfhager Viehmarkt. Ich freue mich riesig auf euch und freue mich natürlich riesig auch auf den Viehmarkt. Und soweit erstmal diese Kurzinformation und wir werden dann nochmal ein größeres Video nochmal separat drehen in ein, zwei Monaten, wenn es so langsam aktuell wird. Ne? Aber wie gesagt, Flyer ist schon fertig, seht ihr jetzt im Anschluss und schön, dass ihr wieder dabei wart bei unseren Kurzvideos. Geht auch immer schnell durch, ne? 3 Minuten, zack, bumm, ne? Aber es kommen auch mal wieder ein paar längere, das verspreche ich euch. So, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, vielleicht sehen wir uns im Pub, ne? Was geht ab, habt ihr ja gesehen. Und ja, dann bis dann, ne? Und okay.